Ja, lieber Matthias, lieber Georg, ich danke euch ganz herzlich für die Einladung hier nach Innsbruck. Ich bin sehr gerne gekommen und freue mich, einmal wieder hier sein zu dürfen. Ich kann das benutzen hier, oder? Ach, hier oben einfach weiter. In Ordnung, prima, danke. Ja, ich habe einen Vortragstitel gekriegt, der etwas ungewöhnlich ist. Ich sollte das wirklich in den Kontext von Hautkrebs-Screening und vor allem auch der erweiterten Diagnostik, sprich auch Central Node Biopsy, bringen. Und deswegen habe ich das jetzt so genannt, wo stehen wir mit den neuen Medikamenten, um die Frage zu beantworten, was werden wir zur Heilung beitragen vom Melanom? Und ich habe eine Folie mitgebracht, die am Anfang vielleicht gleich die Antwort geben wird. Und zwar ist das eine Folie, die... Macht auch nichts, kann man auch so zeigen. Ist das eine Folie, die zeigt das Überleben am Melanom in Europa? Fackelkontakt, oder? Oder wo machen Sie es? Auf dem Knopf, ne? Ich auch. Ich auch, bin ich... Ja, jetzt geht's, wunderbar. Ja, gut, okay. Also, ich habe die Folie nicht gezeigt, um in irgendeinen Wettstreit zu geraten zwischen Österreich und Deutschland, was die Überlebenszeit und vor allem die Überlebenswahrscheinlichkeit am Melanom angeht, sondern ich habe die Folie gezeigt, sozusagen wie divers das Ganze in Europa ist. Wir haben ein durchschnittliches Überleben von 83,2% der Personen, die am Melanom erkrankt sind. Das ist vielleicht höher, als viele denken würden. Wir sind in einigen Ländern bei 90% angekommen. Bei den anderen sieht es sehr gut aus im 80er-Prozent-Bereich. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, dass die Zahlen nicht in jedem Land belastbar sind. In Deutschland sind sie nicht belastbar, weil wir kein nationales Krebsregister haben. Ich habe von Österreich auch schon gehört, dass es auch dort Schwierigkeiten gibt, weil es kein vollständig geführtes nationales Krebsregister gibt. Es gibt uns aber eine Vorstellung. Ganz, ganz traurig sind die Bulgarien, Rumänien etc. In Osteuropa ist das Überleben immer noch bei 50%. So, das Interessante hieran ist, die Folie stammt zwar aus dem Jahr 2015, aber die Zahlen sind belastbar mit Nachbeobachtung über mindestens 7 Jahre aus den Jahren 2000 bis 2007. Das heißt, ohne jedes Hautkrebs-Screening, ohne jede Diskussion sind wir hier bei 90% angekommen, was sicherlich besser ist, als die meisten von uns gedacht haben. Es gilt also, diese 90% zu verbessern. Und das Erste, was gemacht worden ist, ist natürlich das Hautkrebs-Screening. Ich rufe noch mal kurz in Erinnerung zurück. Primäre Prävention wäre ja die Verhinderung sozusagen von Noxen, von Karzinogenen. Und wir haben beim Melanom eigentlich nur das UV-Licht als Karzinogen. Wir können die Genetik schlichtweg nicht ändern. Insofern können wir nur hier ansetzen. Das wird beim Hautkrebs-Screening zwar auch gemacht, nämlich darauf hingewiesen, was Lichtschutz bedeutet, aber das wird irgendwann die Inzidenz beeinflussen und später vielleicht auch die Mortalität. Wir sind weit davon entfernt, dass es jetzt einen Einfluss spielen könnte. Was wir also in Deutschland gemacht haben, ist Screening. Und es gab 2003, 2004 die größte sogenannte Pilotstudie, die genannt wurde Screen. Das gibt Ihnen gleichzeitig einen Überblick, ja, wo ich so mich befinde, wenn ich nicht auf Reisen bin. Das ist Kiel, das ist die Kieler Förde, dieser Einschnitt hier. Hier ist die Ostsee, da ist die Nordsee. Da oben ist Dänemark, das ist Hamburg und das ist die Elbe. Dieser Fluss Elbe wird von einem normalen Holsteiner nur ungern überschritten. Er fühlt sich dann schon in Bayern. Ja? Ja, das ist so. Und deswegen wurde dieses nördlichste Bundesland Deutschlands ausgesucht, weil es umgeben ist von Meeren, von der Elbe und hier von Dänemark, für eine Pilotstudie. Und das ist die Pilotstudie zum Hautkrebs-Screening gewesen, wo 370.000 Personen eingeschlossen wurden innerhalb von 12 Monaten, die gescreent wurden. Das sind 19% unserer Bevölkerung. Und was ist gefunden worden? 585 Melanome, 1200 Basalzellkarzinom, 400 Plattenepithelkarzinome und so weiter. Das war das Ergebnis Screening. Die Frage war, bringt das Screening etwas? Und die Studie ist dann publiziert worden, nämlich die mit der Frage, und das ist ja genau die Frage, die Professor Schmuth mir gestellt hat und auch der Georg, ja, does Skin Cancer Screening Save Lives? Können wir damit Leben retten? Und die Frage sollte beantwortet werden, indem das Überleben in Schleswig-Holstein in der Zeitperiode verglichen wurde mit dem Überleben in den umgebenden Bundesländern bzw. im Norden Dänemark, links und rechts, West und Ost ging ja nicht, weil da ist ja die Ostsee und die Nordsee. So, also, das war die Frage, die gestellt wurde, mit oder ohne Screening. Und dazu wurde verglichen, pro Jahr die Veränderung der Melanomortalität, also der Sterblichkeit am Tumor, von 2000 bis 2009, und zwar vor dem Screening. Das Screening war 2003, 2004 und dann im Jahr 2009. Und was man sieht ist, keinerlei Veränderung in den umgebenden Bundesländern, in Gesamtdeutschland auch nicht, ganz klein bisschen mehr geworden, in Schleswig-Holstein pro Jahr 7,4% Abnahme der Mortalität. Und das bedeutet insgesamt 52% Absenken der Mortalität. Übrigens bei jedem Screening ist es so,
dass gleichzeitig die Inzidenz, die Zahl der Tumoren ansteigt. Das kennen wir vom Mammographie-Screening, vom PSA-Screening und, und. Also die Inzidenz geht höher. Das einzig Entscheidende, was wirklich schlecht publiziert worden ist und was unglücklich ist, ist, dass damals die Zuordnung der Todesfälle am Melanom in Schleswig-Holstein konnte nicht getroffen werden zwischen gescreenten und nicht gescreenten Patienten aus datenschutzrechtlichen Gründen. Man muss sich das wirklich mal vorstellen. Das heißt, wir konnten nur eine Tendenz beobachten. Wir wussten aber nicht, ob die Verstorbenen die waren, die nicht beim Screening waren, oder ob die Verstorbenen auch die waren, die beim Screening waren. Wir konnten nur eine Gesamtaussage machen. Was natürlich im Kleingedruckten auch nur in der Publikation drin steht. Aus meiner Sicht heraus nicht hinreichend transportiert. So, und jetzt kommt 2015 im Oktober, vor kurzem der Wermutstropfen. Eine andere Arbeitsgruppe von zwei streitbaren, ich kenne beide gut, bin mit beiden befreundet. Die eine ist Katharine Schlübeck, der andere Andreas Stangen-Essen. Die sind aber miteinander nicht unbedingt, liegen sich nicht immer in den Armen, sagen wir mal so. Hat gesagt, ich gucke mir mal die Daten aus Schleswig-Holstein an. Und er hat die gleiche Frage gestellt, wieder ob Hautkrebs-Screening denn Leben rettet. Und dann hat er geschrieben, eine detaillierte Analyse zum Überleben in Schleswig-Holstein. Hat sich die Daten angeguckt. Was er gefunden hat, ist Folgendes. Er hat gefunden, dass das ein Ausreißer war, das Jahr der Analyse zu dieser Publikation 2008, da ging bei Männern und bei Frauen die Sterblichkeit per Zufall runter, aber in allen Jahren war es relativ identisch. Sie sehen hier diesen Peak nach unten, aber in den anderen Jahren relativ auf gleicher Ebene. Und er hat sich gefragt, wieso kommt das zustande? Und hier sieht man genau das Gleiche bei den Frauen. Und er hat postuliert, und das findet man halt in der anderen Arbeit überhaupt nicht, und das bringt das Hautkrebs-Screening etwas ins Schwanken, zumindest von der Theorie her, dass es eine Todesfallgruppe gibt mit einer ICD-Kodierung, die Tod an Krebs heißt, aber es konnte nicht einem Krebs zugeordnet werden. Und ausschließlich bei ambulanten Patienten, die zu Hause verstorben sind, ist das Ding hochgegangen. Was bedeutet, der Arzt, der die Todesfallbescheinigung ausgestellt hat, hat festgestellt, Patient ist am Krebs verstorben. Aber welcher Krebs das war, wusste er nicht. Oder er hat es nicht so ankreuzen wollen. Das heißt, an Krebs verstorben, ja, aber nicht die Todesursache angegeben, Melanom. Bedeutet, hier sind auf einmal ganz viele gewesen und er postuliert Stangen in seiner Arbeit, wenn die hochgehen und die gehen runter, hier könnten einige drin sein, die am Melanom verstorben sind, sodass vielleicht doch nicht dieser eindrucksvolle Effekt mit 50% Senkung der Sterblichkeit drin ist. So, und Sie wissen vielleicht, in Deutschland sind 25 Millionen Patienten gescreent worden im gesetzlichen Hautkrebs-Screening seit Juli 2008. Und es ist immer noch nicht auswertbar, weil die Datenqualität richtig schlecht ist. Da muss man sich vorstellen, 25 Millionen gescreente Patienten ist natürlich auch ein unglaublicher Datenwust. Und da muss nachgearbeitet werden. Die niedergelassenen Dermatologen, die gescreent haben, und auch Hausärzte, 50% beim Hausarzt, 50% beim Dermatologen müssen hier nachliefern. Sodass man nicht sagen kann, ob diese 25 Millionen dazu geführt haben, dass beim Screening ein nachhaltiger Effekt ist. Das ist schlichtweg offen bis jetzt. Jetzt zu der Frage, die mir gestellt wurde. Das Screening hat einen fraglichen Effekt, sodass wir nicht uns darauf verlassen können, dass das Screening eventuell die Todesfallrate weiter senkt. Wir müssen also weiterarbeiten mit anderen Mitteln. Das Interessante hieran ist, in Nature publiziert, wann kommt mal das Thema Hautkrebs-Screening in Nature? Ja, letzten Jahr, das ist Susan Geller aus Stanford Susan Sweater aus Stanford und Alan Geller aus Boston. Ja, und die haben gesagt, catch melanoma early. Also, und was passiert hier? Die USA will dieses Jahr Deutschland folgen mit der Einführung des Hautkrebs-Screenings, nachdem sie die Daten aus Deutschland angesehen haben, was hochinteressant ist, weil bei uns wird viel kritischer diskutiert, wie immer in Deutschland, als im Ausland. Ja, und in den USA will man aber kein Hautkrebs-Screening machen, sondern man will ganz klar sagen, man will das Ganze fokussieren, nicht auf Basalzellkarzinom, Plattenepithelkarzinom, sondern nur auf Melanom. Das Ganze wird ganz fokussiert laufen. Gerne. Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe es einfach nicht hier mit reingeschrieben. Das muss ich erklären. Da ja eine so große Zahl von Patienten zu screenen war, 30% der deutschen Bevölkerung, kam man überein, das kann nicht von Dermatologen gemacht werden, weil wir nur 3.700 sind. Ich habe gestern Abend mal erwähnt, wir haben in Österreich ja die doppelte Dermatologendichte pro Bevölkerung. Also pro Person haben wir genau doppelt so viele Dermatologen hier. Selbst in Österreich hätte man es nicht geschafft. Bedeutet mit anderen Worten, der Konsensus war, Massenscreening gilt nur unter Einbeziehung der Hausärzte. Ohne Auflichtmikroskopie, die bei den Dermatologen auch nicht vergütet wird, ein Riesenthema war. Das heißt, die Qualität darf hinterfragt werden. Und wir sehen bei den Screenings, dass 50% der deutschen Screenings von Hausärzten durchgeführt werden. Und das, was ich sehe, ist ein miserables Screening. Woher soll es auch kommen? Der Schulungskurs war 8 Stunden lang.
bei der Ärztekammer Schleswig-Holstein. Bei uns zum Beispiel 4 Stunden lang wurden bunte Bilder gezeigt. Wie sieht ein Basalzellkarzinom aus wie ein Melanom? Und 4 Stunden lang wurden die Abrechnungsmodalitäten erläutert. Ja, schön. Und der zweite Teil hat wahrscheinlich größere Aufmerksamkeit als der erste Teil hervorgerufen. So, bedeutet also, das ist der Schulungskurs und das hat für einen riesen Wirbel gesorgt. Aber die Dermatologen hätten es ja nicht schaffen können. Wir hätten es nicht schaffen können. Ist ausgeschlossen. Diese große Zahl Massenscreening. Also ist jetzt die Diskussion sofort, ist jetzt die Diskussion bei uns ganz klar die, wenn die Auswertung vorliegt, ich könnte mir vorstellen, geht es weiter. Wir werden vielleicht fokussieren nur auf einen Tumor, nur auf das Melanom, wobei ich glaube, das andere kann man als sehr gut mitmachen. Die Frage ist, ob wir es nur beim Dermatologen machen und dann nur bei Hochrisikopatienten. So, und jetzt ist die große Frage, wer pickt die Hochrisikopatienten raus? Wer sind die? Beschäftige ich mich in vielen Vorträgen mit, könnte ich stundenlang darüber erzählen. So klare Kriterien gibt es nämlich gar nicht. Viele Nevi würden wir alle sagen. Jemand, der in Innsbruck wohnt, würden wir alle sagen. Ja, alleine das reicht schon aus als Hochrisikopatient. UV-Exposition etc. Ja? Aber wir sind uns da nicht so hundertprozentig sicher. Und ist es vielleicht so, dass wir jeden zum Hochrisikopatienten machen, um ihn weiter im kostenlosen Screening drin zu haben? Wegen Interessenskonflikten finanzieller Art? Fragezeichen. Das Screening darf alle 2 Jahre durchgeführt werden for free und bringt dem Arzt 21 Euro. Bitte. Ja. Wie erfahren, weil da ist ja auch eine enorme Bias. Ja, findet auch statt, gibt es auch eine Evaluierung von. Und zwar gibt es da sogenannte Sentinel-Praxen, das bringt mich fast zum zweiten Thema gleich, Sentinel-Praxen, die identifiziert worden sind und auch mit Dermatohistopathologie und Pathologie. Dort wird verglichen an den dort gescreenten Patienten. Bei mir in der Praxis sind es 500 Patienten pro Quartal. Wir haben 2000 Patienten gescreent im letzten Jahr. 2000 Patienten, nicht ich alleine, 2000 Patienten. Also unglaublich. Screening ist unsere Hauptaufgabe momentan. Wie unterscheiden sich hier die Zahlen von den allgemeinen? Also hier ist es so, dass die Zahlen von Screening zeigen, dass die Inzidenz hochgeht, dass es überall so und immer noch hochgeht und dass die Mortalität gesunken ist, mit den Fragezeichen, die dahinter stehen nach der zweiten Analyse. Ja, von daher müssen wir abwarten. Aber es gibt unglaublich viele Untersuchungen, die dort folgen. Also es wird ein hochinteressantes Projekt. Weil wenn die Daten so stimmen und die Mortalität wird gesenkt, dann müssen wir uns im gesunden Gesundheitssystem schon fragen, ob wir nicht Screening für alle anbieten müssen. Aber ist das nicht der Verdünnungseffekt? Wenn ich die Zahl hochschraube, dann wird natürlich die Zahl der Mortalität. Aber wenn man absoluten Zahlen nimmt, wird es vermutlich gleich. Absolut. Natürlich passiert auch Folgendes. Sie müssen viele Patienten screenen, um einen Treffer nachher zu landen. Im Vergleich zu angucken, nur die Risikopatienten, wo sie eine viel höhere Trefferquote in Relation von gescreenten Personen haben, zu denjenigen, die ein Melanom haben. Ich kann nur ein Beispiel sagen. 618 Patienten mussten in der Pilotstudie gescreent werden, um einen Melanom zu finden. Und Melanoma situ gehört dazu. Das ist besser als beim Mammakarzinom, weil dort sind es 1000 auf einen. Das ist, könnte ich auch was drüber sagen, lasse ich jetzt lieber in the interest of time. Ja? Ich sage jetzt was zur Lymphknotenchirurgie. Die zweite Frage, die mir gestellt wurde, brauchen wir denn überhaupt noch den Central Node, wenn die Medikamente so sinnvoll sind? Und darauf möchte ich auch eine Antwort geben. Ja, also hier wollte ich eigentlich, ich habe es einfach nicht geschafft, wollte jetzt im Internet noch euren Gesichtern nachsuchen und euch einscannen. Ja. Aber das war einfach zu gut, das Essen und der Wein zu gut. Ich wurde so müde dann. Ich guckte und dann bin ich auf einmal eingeschlafen. Da habe ich gedacht, jetzt lass man sein. Gut, okay, also jetzt geht es um den Sentinel. Ja? Und da ist eben die Frage, was wir an Daten haben. Es gibt 2 große Studien, die Frage aus meiner Sicht heraus ziemlich eindeutig beantworten. Eine Studie, die wirklich, wirklich viel Kritik hervorgerufen hat, ist diese Studie. Im New England Journal publiziert. Und beim New England Journal fragt man sich manchmal, wie chirurgische Arbeiten dort angenommen werden können. Und ich bin fest davon überzeugt, es geht ausschließlich an chirurgische Reviewer. Das ist das Problem, dass die Gutachter auch Chirurgen sind. Ansonsten müsste man manche Arbeiten ablehnen. Und immer sind es die Arbeiten von Donald Morton, den ich sehr schätze. Ich habe bei ihm die Central Node Biopsie 98 gelernt. Ich bin nach Santa Monica geflogen, habe mir es eine Woche lang bei ihm angeguckt, mit ihm am Tisch gestanden. Aber das ist leider so, dass das ein bisschen unkritisch ist. Ich sage Ihnen, warum. Sie sehen hier das melanomspezifische Überleben. Und selbst wenn Sie hinten sitzen, sehen Sie in Blau und in Rot Kurven. Ja? Hier oben steht Central Node Biopsie und hier Observation. Das heißt, eine Gruppe hat Central Node gekriegt, die andere gleiche weite Exzision, wie sie damals durchgeführt worden ist, 2 cm Sicherheitsabstand und sonst gar nichts. Melanomspezifisch Überleben, mitteldicke Tumoren 1,2 bis 3 mm war hier das und hier über 3 mm bei den dicken Melanomen. Und hier sehen Sie Observation oben und hier Central Node unten. Die Gesamtstudie ist komplett negativ. Das heißt, der Endpunkt, die Verbesserung des Überlebens dieser Studie,
zeigt nicht ein bisschen eines Unterschieds. Noch nicht mal mit dem Laserpointer würde man dazwischen kommen, zwischen die Kurven. Was bedeutet, die Studie ist negativ, okay? Gut, ich sage es nur deshalb, weil wenn man hier hinguckt, es gibt ja immer die Hazard Ratios, 0,84. Das bedeutet, hier ist ein bisschen Trend, aber nicht statistisch signifikant, für besser mit Central Node. Bei den Dicken ist genau umgekehrt, 1,12 heißt, das liegt drüber. Ja? Also das zusammengefasst zeigt schon, es kann kein Unterschied in der Studie sein, null. Bedeutet, das melanomspezifische Überleben, ob wir den Central Node durchführen oder nicht, ist überhaupt nicht unterschiedlich. Seitdem erkläre ich den Patienten, wir werden sie damit nicht heilen. Wir machen ein prognostisches Verfahren, ein diagnostisches Verfahren, wo wir wissen wollen, gehören sie einer niedrigeren oder höheren Risikokategorie an. Es ist kein therapeutisches Verfahren, darüber müssen wir uns im Klaren sein, nach diesen Daten. Gucken wir uns das rezidivfreie Überleben an, sehen wir statistisch signifikante Unterschiede. Und zwar für die mitteldicken und die dicken Melanome. Beides Mal ist das Blaue der Central Node oben. Was bedeutet, das rezidivfreie Überleben ist verlängert. Ist das verwunderlich? Nein, es ist nicht verwunderlich, denn bei der einen Gruppe wurde der erste drainierende Lymphknoten bekanntlich bei 20% der Patienten in der westlichen Population positiv entfernt. Das ist doch klar, dass diese Metastase zum Progress führen würde. Das heißt, das Disease-Free Survival, das ist das Auftreten bis zum Auftreten oder die Zeit bis zum Auftreten der Metastase, muss kürzer sein. Es geht gar kein Weg dran vorbei. Das heißt, das ist nicht überraschend. Aber erklärt wird das Ganze in einer weiteren Folie und die ist hier. 10 Jahre nach, also die haben 10 Jahre angeguckt und was passiert mit den Lymphknotenmetastasen? Hier haben sie die mit dem positiven Central Node. Da sind noch 31 gekommen, die falsch negativ waren, so nennen die das, was auch immer das bedeutet. Das heißt, die haben eine Lymphknotenmetastase gekriegt, trotz positiven Central Node und trotz Ausräumung der Lymphknotenstation. Ja? Dann kommt man insgesamt nach 10 Jahren auf 21,9%. Das sind die, die gar keine Lymphknotenausräumung hatten. Und hier sehen Sie, wie die nach und nach ihre klinisch detektierten Metastasen haben. Übrigens gibt es keine Lymphknotensonographie in den USA. Null, bis heute nicht. Das sinnvollste Verfahren in der Nachsorge wird in den USA überhaupt nicht durchgeführt. Und auf jeder Konferenz sagen Sie wieder, finden wir ganz toll eure Daten. Aber umgesetzt worden ist bis heute gar nichts. Null. Ja? Und da sehen Sie 19,5. Das heißt, nach 10 Jahren haben beide Gruppen in etwa gleich viele Lymphknotenmetastasen. Das heißt, nur eine Frage der Zeit. Bei denen, wo es nicht operiert ist, kommt später. Aber es kommt. So, und was Sie hier sehen auf der rechten Seite, ist das Ganze für die dicken Melanome. Und da sehen Sie 42 versus 41,4% nach 10 Jahren. Das heißt, die haben eine gleich hohe Anzahl von Lymphknotenmetastasen in beiden Gruppen. Bei dem einen kommt später, die Late Metastasis ist das, die verspätete Metastasierung, wenn der Lymphknoten halt nicht primär entfernt ist, bei den anderen wird er gleich entfernt. Das heißt, wir können postulieren, die Entfernung des Lymphknotens bedeutet, man kommt zu einer früheren Diagnosestellung von Melanom-Metastasen dort. Und ich glaube, und das müsste eigentlich viel besser untersucht sein, wir haben eine viel bessere Lymphknotenstationskontrolle. Ein einfaches Verfahren wie die Central Node Biopsie kann für eine Kontrolle sorgen. In Innsbruck mag das nicht die Rolle spielen. Aber in Nordnorwegen oder Nordschweden am Polarkreis, wo der nächste Hautarzt 500 Kilometer entfernt sitzt, ist es so, dass die alte Oma eben nicht regelmäßig zur Nachsorge hinfährt und eine Lymphknotensonographie kriegt. Für die USA wäre es wichtig, in Texas, wo es quasi keine geregelte Nachsorge gibt, muss man sagen. Warum? Weil dort kommen die nach wie vor mit Bulky Disease, das heißt Konglomerattumoren in den Lymphknoten. Die sehen wir ja quasi gar nicht mehr, weil wir bei uns ausräumen oder einen Central Node machen dann. Ja? Das ist ein Vorteil und das ist nicht gut evaluiert. So, und jetzt kommt die deutsche Studie, die wirklich für Aufsehen gesorgt hat. Eine randomisierte Studie, und zwar an 4.650 Patienten mit mehr als 1 mm Tumordicke, noch nicht publiziert. Alle hatten eine Schildwächter-Lymphknoten-Extirpation, 930 hatten einen positiven Central Node. Wir haben aber jetzt nicht die gleiche Frage. Wir gucken jetzt nicht, was bringt die Central Node-Biopsie, sondern wir gucken, was passiert mit Patienten, die einen positiven Schildwächter-Lymphknoten haben, brauchen die eigentlich noch eine Ausräumung? Und von diesen 930 konnten nur 60% randomisiert werden, entweder zur Nachbeobachtung, wait and see, also keine komplettierende Lymphknotenausräumung und die andere Gruppe hat die complete lymph node dissection, also die komplette Lymphknotenausräumung gekriegt. Jetzt frage ich Sie nur mal so in den Raum gefragt, das ist auf dem amerikanischen Krebskongress ASCO in der Plenary Session gezeigt worden dort, ja? Also 8000 Leute im Raum. Warum sind nur 60% randomisiert worden in die Studie? Was denken Sie? 930 hatten einen positiven Central Node. 60% sind gefragt worden, ob sie dann mitmachen. So war ja die Intention. Warum 60%? Er hat sie aufgeklärt. Genau, das ist der Punkt jetzt dabei. Der Chirurg oder der Dermatologe. Und in Deutschland muss man die Anfrage anders stellen. Da muss man fragen, hat
der Dermatochirurg aufgeklärt, weil er ist ja beides unter Umständen, ja, also von der Ausbildung her, und ist der Dermatochirurg davon überzeugt, dass diese Studie Sinn macht? Und eigentlich darf man an Studien nicht teilnehmen, wo man nicht davon überzeugt ist, dass es sinnhaftig ist. Ja? Und hier sind offensichtlich einige Kollegen daran beteiligt, und es sind überwiegend Chirurgen gewesen, kann ich gleich sagen, die gesagt haben, ja, also ich stelle Ihnen die Studie vor, aber ich glaube schon, Sie profitieren von der Ausräumung. Und das heißt, dass diese Patienten, die 40% eine Ausräumung gekriegt haben und deswegen nicht daran teilgenommen haben an der Studie, weil man davon überzeugt ist, dass die Observation Wait and See überhaupt nicht statthaft ist, was natürlich ein interessanter Punkt ist. Der primäre Endpunkt der Studie ist das fernmetastasenfreie Überleben, und das ist die erste Auswertung nach 32 Monaten, also relativ früh. Aber Sie wissen, mit einem positiven Schildwächter sind 32 Monate natürlich schon was. Das ist ja schon Stadium 3 dann, Stadium 3a oder 3b, je nachdem, ob der Primärtumor ulzeriert war oder nicht. So sieht das Ergebnis aus. Das ist der primäre Endpunkt. Jetzt frage ich Sie, welche Kurve ist besser? Jetzt kommt wieder der berühmte Laserpointer. Ja? 1,02 Hazard Ratio heißt überhaupt kein Unterschied. Fernmetastasenfreies Überleben identisch. Jetzt gucken wir das melanomspezifisches Überleben an. 1,01, komplett identisch. Und jetzt gucken wir an das rezidivfreie Überleben, und da sieht man einen Unterschied von 2%, auch statistisch weit von Signifikanz entfernt. Null Unterschied. Absolut null Unterschied. Ja, gute Frage. Das hat auch einer der Reviewer gefragt und wird auch gemacht, ja, dass man die Daten nochmal anguckt im Vergleich dazu. Also, was hier aber rausgekommen ist, ist, dass noch nicht mal in einer der Subgruppen mit den dickeren Central Nodes, sozusagen, wo die Tumordicke am Central Node größer ist, ein Unterschied gefunden wurde. Gar kein Unterschied. Bis jetzt sind beide Gruppen komplett identisch. Würde heißen, die komplettierende Lymphknotenausräumung nach Schildwächter-Extirpation macht unter Umständen, wenn ich würde sagen, wir sollten einen Moment abwarten, macht unter Umständen keinen Sinn. Professor Stadler hat eine Zusammenfassung abgegeben. Auf dem amerikanischen Krebskongress hat Frau Leiter das vorgestellt, die divergierte auf dem deutschen Hautkrebskongress von der amerikanischen Version. Er hat mich etwas Kleines eingeführt. Nachdem der Shitstorm von den amerikanischen Chirurgen nach der deutschen Vorstellung dort kam, hat er etwas eingefügt und hat gesagt, die radikale Lymphadenektomie kann bei positiven Schildwächterlymphknoten mit Mikrometastasierung kleiner 1 mm am Schildwächterlymphknoten nicht mehr empfohlen werden. Während bei der Vorstellung in Chicago es hieß, die radikale Lymphadenektomie kann gar nicht mehr empfohlen werden. Ein kleiner Unterschied eingefügt worden. Warum? Weil das wahrscheinlich der Kompromiss ist, um die Arbeit jetzt schon publizierbar zu machen, weil da, glaube ich, internationaler Konsensus ist. Und wer der Erste, der das gezeigt hat, ist Alexander van Acoy aus Rotterdam, der hat zeigen können, mit einer riesigen Auswertung der EOTC-Melanomgruppe, wo sie immer nur angeguckt haben, wie dick ist die Tumormasse am Schildwächterlymphknoten, dass die kleinen Tumoren unter 0,1 mm, Zellcluster, Einzelzellen etc., so verlaufen wie Central Node negative, Gesamtüberleben ist so gut. Das heißt, bei denen sage ich schon seit Jahren, wenn Sie mich fragen, würde ich es nicht machen. Und so wird es in der neuen deutschen Leitlinie, kann ich Ihnen gleich sagen, auch drinstehen. Das heißt, wenig Tumormasse am Schildwächter-Lymphknoten, die Wahrscheinlichkeit eines nachgeschalteten Lymphknotens ist positiv zu sein, ist extrem gering, bedeutet keine Lymphknotenausräumung mehr in der Empfehlung. Und bei den anderen ist es eine Kann-Empfehlung. Kann heißt nicht sollte und soll gemacht werden. Das heißt, hier passiert wirklich was. Und so stand es dann auch am Tag der Vorstellung, das ist der Tag der Präsentation in Chicago in der Frankfurter Allgemein, der Wächter wankt. Auf dem weltgrößten Krebskongress und so weiter, schont die Lymphknoten, ist Ihr Fazit, ein Paradigmenwechsel bahnt sich an. Und wenn Sie nachdenken, wissen Sie, dass genau das Gleiche beim Mammakarzinom passiert ist. Die Radikalität der Mastektomien, der Lymphknotenausräumung, all das ist sowas von rückläufig und so wird es bei uns auch kommen. Das heißt, was nicht in Frage steht, ist, wenn jemand makroskopisch positive Lymphknoten hat, die Lymphknotenstation auszuräumen. Brauchen wir gar nicht lange drüber reden. Das ist außer Zweifel. Aber hier tut sich nicht viel. Das heißt, wir haben die zweite Studie, wo wir sagen müssen, dass unsere operativen Verfahren wahrscheinlich nicht sehr viel bringen, aber vielleicht eine lokale Tumorkontrolle bedingen. Ja, deswegen muss man sagen, wir müssen hier etwas länger nachbeobachten. Wenn das passiert, wird das dafür sorgen, dass die amerikanischen Surgical Oncologists um 3 Uhr nachmittags zu Hause sind, wenn sie auf das Melanom spezialisiert sind. Und das mag nicht immer positiv sein, weder für den Geldbeutel noch für die Familien. Ja? Also wenn der Alte genervt ist und um 3 Uhr zu Hause hängt, weil er nichts mehr zum Operieren hat, muss man einfach mal sagen. So ist es von einem, ja, also Myron Thomas hat es so geschrieben. Ja, also
Ein Surgical Oncologist aus London hat gesagt, 3 Uhr nachmittags zu Hause wäre nicht gut. Gibt es einen schönen Artikel von ihm drüber, wenn das so passieren würde. Aber er geht davon aus, dass es kommen wird. Ja. Die Dermatologen arbeiten trotzdem lange, wie ich gestern erlebt habe, auch nach 8 Uhr noch. Ja. Also insofern, das ist kein Problem. Was wir gelernt haben, ist Tumorbiologie für die Therapiewahl. Und wir haben 2 absolute Weltklassearbeiten. Nummer 1 aus dem letzten Jahr aus Cell ist die genomische Melanomklassifikation. Und wer nur eine einzige Arbeit lesen will, warum bei einem Patienten Targeted Therapies zielgerichtete Therapien mutationsbasiert gemacht werden und beim anderen Patienten die Immuntherapie, der muss diese Arbeit gelesen haben, weil da steht alles dazu drin. Nicht nur die 4 Typen, BRAF, RAS, NF1, wo wir noch kein gutes Antidot gegen haben und Triple Wildtype, sondern hier steht auch der Link drin, wer ist jung, das heißt der BRAF-mutierte Patient ist typischerweise jung, wer hat mehr Immuninfiltrat im Primärtumor um die Metastasen herum? Wer ist ein Kandidat für Immuntherapie etc.? Das ist eine super Arbeit und vervollständigt wird das durch diese Arbeit aus Nature 2012 zu den somatischen Tumormutationen. Und die Arbeit erklärt uns, dass wir mit der Melanomart vorderster Front kämpfen. Was hier gezeigt ist, ist die Last mit Neoantigenen und Mutationen genetischer Alterationen am Tumor. Und zwar von links nach rechts aufsteigende Zahl von Mutationen. Und ganz rechts der Spitzentumor ist das Melanom. Gefolgt vom Lungenkarzinom, gefolgt vom Blasenkarzinom. Und hier muss man 2 Sachen zusagen. Erstens daran interessant, das Melanom hat eine ganz klare UV-Signatur. Das ist hier unten das Gelbe nochmal gezeigt. Das habe ich jetzt nicht die Zeit zu erläutern. Das heißt, diese C-zu-T-Mutation ist eindeutig ein UV-Typ. Je mehr UV-Signatur wir im Tumor haben, im Primärtumor, desto mehr ist auch in den Metastasen. Das heißt, wir verlieren es nicht. Der Prototyp ist Lentigo maligna Melanom und, haben wir gestern diskutiert, das desmoplastische Melanom. Die haben die höchste Mutationslast, gefolgt von den superficiell spreitenden am Rumpf. Quasi überhaupt keine Mutationslast, ganz wenig Acralentigenöse und Schleimhautmelanome. Das heißt, die müssten theoretisch auch auf die Immuntherapie nicht so gut ansprechen. Und die bisherigen Daten zeigen das auch so. Das Interessante ist, also je mehr Mutationen da sind, desto eindrucksvoller wird das Ganze. Und beim Melanom sind 30.000 gefunden worden. Der zweite Tumor, der für die neuen PD-1-Antikörper bereits zur Zulassung kommt, ist das Lungenkarzinom. Und warum kommen dort Mutationen? Wir haben ebenfalls ein Karzinogen. Es heißt nicht UV, es heißt Tabak. Und das Interessante ist, ein starker Raucher hat, wenn er metastasiert ist, unter PD-1-Antikörpern ein statistisch signifikant besseres Überleben als ein Nichtraucher. Das soll nicht heißen, dass sie anfangen sollen zu rauchen und soll auch die Raucher hier im Raum, gibt es wahrscheinlich nur noch wenige, sozusagen nicht davon abhalten, aufzuhören mit dem Rauchen. Aber es bedeutet, dass die Signatur mit Tabak hier ein prädiktiver Marker ist für das therapeutische Ansprechen, einfach weil mehr Tumorantigene da sind. Ja? Das ist hochinteressant und beim Blasenkarzinom, Head and Neck Cancer findet man ähnliche Dinge. Bedeutet, das wird uns in Zukunft wahrscheinlich am Individuum dazu leiten, zu behandeln. Und ich habe ein Beispiel vor Augen eines Freundes, den ich betreue, der ein neuroendokrines Karzinom der Leber hat, multiple metastasiert, ich weiß nicht wie oft operiert, Radiofrequenzablation, alles gemacht. Und er hat seinen Tumor, weil er sich gut in der Grundlagenwissenschaft auskennt, sofort genetisch sequenzieren lassen und hat Mutationslast geguckt. Und der Tumor hat eine ganz ungewöhnlich hohe Mutationslast. Neuroendokrine Karzinome gehören nicht zu den Tumoren, ist hier gar nicht mit drauf, die eine hohe Mutationslast haben. Aber sein Tumor hat eine. Und daraufhin hat er sich zuerst mit Ipilimumab behandeln lassen und hat einen Mixed Response gekriegt. Und dann hat aber eine ordentliche Colitis gekriegt, was ja eine gefürchtete Nebenwirkung ist. Und daraufhin hat er sich mit Ipilimumab plus, in dem Fall Pembrolizumab, er hat nicht Nivolumab genommen, sondern Pembrolizumab wegen der 3 Wochen Infusionsabstände behandelt lassen und hat eine komplette Remission gekriegt. Allerdings Hypophysitis, Hepatitis und noch eine Pneumonitis obendrauf. Als Arzt weiß man, was das bedeutet. Und ich habe die ganze Zeit, weil sein internistischer Onkologe sich damit nicht so gut auskennt, die Therapieberatung für das Nebenwirkungsmanagement gemacht. Ja, also ich sage nochmal, dieser Tumor, die individuelle Charakterisierung, hat dazu geführt, ihn effizient zu behandeln. Bedeutet also, wir haben hier die Möglichkeit, die mutationsbasierten Therapien zu machen, aber nur bei denen, die die Mutation haben. Und ich habe es kurz zusammengefasst, weil man in der Kürze der Zeit kann ich nicht durch alle Studien durchwandern. Die Monotherapie mit den beiden zugelassenen BRAF-Inhibitoren, Vemurafenib, Zelboraf und Dabrafenib, Tafinlar,
hat ein progressionsfreies Überleben von 7 Monaten gezeigt und ein Gesamtüberleben zwischen 18 und 20 Monaten. Das Interessante hier ist, die 3-Jahres-Überlebensrate beträgt 30%. Sie ist also wirklich gut. Wir liegen nicht mehr unter 10%. Ja. Problem ist nach wie vor die Resistenzbildung gegen BRAF-Inhibitoren und die Lösung war, BRAF-Inhibitoren mit MEK-Inhibitoren zu kombinieren, 2 untereinander geschaltete Moleküle sozusagen auszunocken, die verantwortlich dafür sind, dass Tumorzellen sich teilen. Und in einer einzigen Tabelle habe ich Ihnen die Ergebnisse der 3 Zulassungsstudien zusammengestellt. Und gucken Sie nur die Hazard Ratio an, das heißt den Unterschied zwischen der Kombination, in dem Fall Roche, im Vergleich zur Monotherapie mit Vemurafenib und hier der Kombination von Novartis im Vergleich zur Monotherapie. Und die Hazard Ratios sagen alles das Gleiche. 1-Jahres-Überleben, 73, 74, 75. 2-Jahre-Überleben, 48, 51, 51. Und hier sehen Sie, medianes progressionsfreies Überleben ist 1 Jahr. Remissionsrate 70%. Also das ist doch nun wirklich ein Wort. Und da muss man sagen, die neue Standardtherapie 2016, das wird hier bei Ihnen in Innsbruck nicht anders sein, ist BRAF plus MEC. Und es kann Ihnen keiner sagen, ob die Novartis-Kombination besser ist oder die Roche-Kombination, weil die Daten sind auf den Punkt gleich. Das einzige Problem von Roche ist, dass das Vemurafenib nach wie vor auch in der Kombination eine Photosensitivität macht. Ich habe letzte Woche, war ich in Portugal gehört, es hat kein einziger Patient ausgeschieden. Von anderen Ländern wie Australien hört man, das ist gar nicht zugelassen worden wegen der Photosensitivität. Das heißt, die kriegen Sonnenbrand selbst bei Schutz, die Patienten. Ich weiß nicht, warum das so unterschiedlich ist. Ich habe einige gesehen mit massiven Sonnenbränden bis hin zur Blasenbildung unter Vemurafenib und auch in der Kombination. Aber das ist etwas, was wir Dermatologen vielleicht in der Prävention, wenn wir den Patienten aufklären, schon anmerken können. Ansonsten sehe ich keinen Unterschied der Substanzen. Bei den Immuntherapien ist es so, dass das Ipilimumab ja bereits 2012 zugelassen wurde. Und wir haben jetzt erstmals 5-Jahres-Daten. Wir haben gestern Abend schon kurz darüber gesprochen. Die 5-Jahres-Daten aus meiner Sicht heraus sind schön. 20% gibt eine zweite Arbeit, die sagt genau 20% für Ipilimumab und 8% für die Chemotherapie. Aber wahrscheinlich für beide Gruppen etwas, sagen wir mal, confounded, wie man heute sagt, beeinflusst durch nachfolgende Therapien. Denn welcher Patient, der hier ursprünglich mal Ipilimumab gekriegt hat, hat denn bis zum Ende Ipilimumab bekommen und nicht noch Therapie Nummer 2, 3 oder 4? Und welcher Patient, der DTC gekriegt hat, wenn dann 70% nach 8 Wochen schon progredient sind, hat der in ihr hinten raus nichts erhalten? Also sind alle nachfolgenden Therapien in die Überlebenskurven eingetaktet. Darüber müssen wir uns im Klaren sein. Auch Behörden müssen sich darüber im Klaren sein. Wenn wir das Gesamtüberleben, Langzeitüberleben betrachten, wollen wir natürlich hier hinten am Ende der Kurven sehen, dass viele Patienten leben. Sie werden auch nicht gefragt vom Patienten, wie lange ist mein medianes progressionsfreies Überleben. Der Median interessiert Patienten nicht und das progressionsfreie Überleben streng genommen auch nicht. Die sagen, bin ich in 2 Jahren noch da, wenn meine Tochter heiratet? Bin ich in 3 Jahren noch da, wenn mein Kind eingeschult wird? So sind die Fragen. Und das hier hinten ist dafür interessant. Und ich kann nur sagen, ja, 20% sind hier am Überlegen, egal was sie gekriegt haben. Und das gilt es zu verbessern. Und dafür haben wir die PD-1-Antikörper und ich muss ehrlich sagen, ich glaube, dass die PD-1-Antikörper in diesem Jahr 2016 zur Vergabe des Nobelpreises führen werden, weil derjenige, der das Ipilimumab entdeckt hat, Jim Allison, ist auch der Urvater von Anti-PD-1 und die Chancen dürften wirklich gut stehen, weil es ist eine fundamentale neue Gruppe und das Spannende daran ist, es ist eben nicht ein Tumor, der eine Mutation trägt, sondern sie können alle Tumoren mehr oder weniger behandeln. Für 21 verschiedene Tumorentitäten sind bereits Daten da, für 16 sehen sie vielversprechend aus, inklusive hämatologischen Erkrankungen wie Morbus Hodgkin. Es ist also wirklich echt interessant, wie breit diese Substanzgruppe aufgestellt ist. Remissionsraten so 20-40%, nicht überragend, aber ganz wenig Toxizität. Das heißt Therapieabbrüche, 3-5% der Patienten, und ganz wenig Autoimmunität im Vergleich zum Ipilimumab. Das heißt, 3-fach höhere Wirkung bei viel besserer Verträglichkeit. Und wir haben eine Zulassung in Europa erhalten für Nivolumab und Pembrolizumab bereits Sommer letzten Jahres. Und das mediane Überleben in den Zulassungsstudien ist jetzt im November herausgekommen, 25 Monate für beide Substanzen. Das heißt, wir gehen nochmal einen oben drauf. Ipilimumab 12 Monate, 25 Monate mit Anti-PD-1, aber auch 25 Monate für BRAF und MEC. Ich gebe das nur ganz kurz so zum Anmerken, sodass wir uns die Frage stellen müssen, ist das der neue Therapiestandard für alle metastasierenden Melanome oder nur der neue Therapiestandard für die, die keine BRAF-Mutation tragen?
Die Frage können wir nicht beantworten. Ich sage etwas dazu. Nun, für mich die Arbeit des letzten Jahres, die wichtigste Studie am Tag der Präsentation am 1. Juni in Chicago im New England Journal publiziert, da läuft das ja so, da kommen die Sachen rein. Vorher fragt das New England Journal, wenn Sie das Programm sehen, schon an, möchtet ihr das bei uns drin haben? Dann schickt uns das Manuskript zu und dann gibt ein Review-Prozess von 8 Tagen ab. Das heißt, die Reviewer müssen innerhalb von 24 Stunden ihr gesamtes Gutachten geschrieben haben, ansonsten sind sie raus. Also das ist wirklich, da geht es spitz auf Knopf. Warum? Weil das Ganze sehr börsenrelevant ist. Das darf erst 12 Uhr mittags rauskommen, wenn der Vortrag gehalten worden ist, weil natürlich diese Therapien unter Umständen auch Bewegung an der Börse hervorrufen können von den Unternehmen, die aktiennotiert sind. Das hat also durchaus Implikationen. Kollege Schadendorf hat ja mal als Discussant auf dem ASCO-Kongress etwas gesagt. Er hat eine Firma, weil sie ihm die Folien vorher nicht zugesendet hatte, was guter Standard war, sie haben die jetzt nicht zugesendet, hat er die Substanz total platt gemacht und da ist der Aktienkurs an dem Tag um 80% gefallen. Und diese Firma, ich glaube, also ich nenne jetzt mal keinen Namen, eine kleine Startup-Company aus USA, die wird das niemals vergessen, was ein einziger Vortrag von ihm bewirkt hat, mit seiner, sagen wir mal, etwas laxen Art zu sagen, also das geht ja wohl gar nicht hier mit der Substanz. Gut, okay. Also, Ipilimumab und Nivolumab in Kombination. Das heißt, wir haben ein neues, wir haben zwei neue und jetzt kombiniert man die beiden. Und ganz klar, getestet gegen Nivolumab und gegen Ipilimumab. Und wir wussten aus einer vorherigen Studie, die ich aus Zeitgründen nicht zeige, Ipilimumab ist dem Nivolumab unterlegen und auch dem Pembrolizumab unterlegen. Das heißt, für mich war die einzige Frage, gibt diese Kombination nochmals mehr her als die Therapie mit dem PD-1-Antikörper allein? Und jetzt sehen Sie hier die Remissionsrate. Reine Immuntherapie, 58% Remission mit 11,5% kompletten Remission, wo alle Metastasen verschwinden. Da muss man sagen, das ist das beste Immuntherapieergebnis, was wir jemals gesehen haben. Ja, es handelt sich ja nicht um Targeted Therapies hier, sondern wirklich um Immuntherapie. Aber Nivolumab alleine auch nicht schlecht, 43% und Ipilimumab ist natürlich deutlich schlechter. Hier sieht man das im progressionsfreien Überleben, die Kombination 11,5, Nivolumab 6,9, Ipilimumab 2,9. Das Problem ist, wir haben noch keine Daten zum Gesamtüberleben und sie werden erst 2017 kommen. Warum? Wir gehen davon aus, das Gesamtüberleben wird um und bei 3 Jahren liegen, im Median. Das heißt, wir müssen geduldig sein. Und ich freue mich, je länger ich warte, desto besser werden die Ergebnisse sein. Also ich freue mich, wenn die Ergebnisse nicht schnell kommen. Und von daher muss man ehrlich sagen, das ist hochinteressant und ich denke, hier ist die Chance groß, dass das Gesamtüberleben besser ist. Ich persönlich habe überhaupt keinen Zweifel dran. Die Frage ist nur, wie viel besser? Warum frage ich das? Erstens, seit dieser Studie ist Ipilimumab raus als Standard of Care. In der deutschen Leitlinie wird es als Second-Line-Therapie nach PD-1-Antikörpern erscheinen, bei den BRAF-Wildtyp-Patienten und als Third-Line-Therapie, Drittlinien-Therapie, bei den BRAF-Mutierten nach entweder BRAF plus MEC oder PD-1-Antikörpern. Also es wird verdrängt. Es spielt keine Rolle mehr als Monotherapie in den ersten Therapielinien. Das ist Fakt, überall. Aber warum sage ich, könnte, wird und warum bin ich so kryptisch? Weil die Nebenwirkungen erheblich sind in der Kombination. 55% schwerwiegende und lebensbedrohliche Nebenwirkungen, 30% Therapieabbruch aufgrund von Nebenwirkungen. Hier kein nebenwirkungsbedingter Todesfall. In den zwei vorherigen Studien jeweils 3 nebenwirkungsbedingte Todesfälle. Das deutet darauf. Bitte? Bei welcher Gesamtzahl behandelt? 313. Deutet, dass wir hier offensichtlich gelernt haben, das Nebenwirkungsmanagement besser zu betreiben. Bedeutet hier aber auch in der Subnote, wie man immer so sagt, ja, 67,5% der Patienten, die aufgehört haben aufgrund von schweren Nebenwirkungen, haben trotzdem eine Remission. Und das macht mich persönlich sehr optimistisch, weil dann kommt die Frage auf, müssen wir überhaupt lange therapieren oder können wir auch kurz therapieren? Und der Case Report des Jahres 2015 aus dem New England Journal von Paul Chapman zeigt eine 49-jährige Frau mit einem, ja, also würde ich mal sagen, exophytisch wachsenden Tumor. Und hier sehen Sie, dass der bis ins Sternum reinwächst, eines malignen Melanoms, eine Metastase. Und dann sehen Sie das Loch. Und hier sehen Sie das Loch und da sind 6 Biopsien entnommen worden im Dezember. Nochmal, ich habe mich vergewissert, habe ihn angeschrieben, auch nochmal gefragt, wie geht es hier? Die ist fast 2 Jahre lang jetzt in einer kompletten Remission. Das Besondere daran ist, ich könnte jetzt sagen, naja, haben wir ja alle schon gesehen, ja, die hat einen einzigen Tag Therapie gekriegt, eine einzige Infusion, der Kombination von Ipilimumab und Nivolumab. Das heißt, unter Umständen brauchen wir nicht lange therapieren, sondern therapieren,
bis es nicht mehr weitergeht wegen Nebenwirkungen oder bis wir eine schöne Remission sehen und können dann aufhören. In der Zukunft müssen wir Patienten also aufklären, ob dieses Hit-it-hard-Prinzip den Tumor gleich hart treffen, damit wir dort was erreichen können und dafür nur Kurztherapien vielleicht Standard wird. Und ich glaube, das wird eine ganz heiße Diskussion werden. War das eine Melanome, das und keine andere? Doch, andere auch noch, alle in Remissionen. Also, selbst wenn es nur die eine wäre, ich meine, sowas sehen wir auch nicht jeden Tag. Ne? Also, wenn Sie sehen, hier ist ja quasi die ganze, eine riesen Brustwandmetastase da. Also, das ist schon eindrucksvoll, dass auch so große Metastasen mit Immuntherapien weggehen. Und dieser Cartoon bringt es vielleicht zusammen. Ich persönlich glaube, und wir haben das gestern Abend im Rahmen der Falldiskussion schon aufgebracht, BRAF-mutierte Patienten werden wahrscheinlich BRAF-Hämmer kriegen. Die werden in jedem Fall auch den MEC-Hämmer in Kombination kriegen. Und ich würde mit Anti-PD-1 und der Anti-PD-L1 therapieren. Und da gibt es mehrere Studien, die dort unternommen werden, die ich hochattraktiv finde. Wir wissen nur nicht richtig, sollen wir den gleichzeitig geben, sollen wir den zeitversetzt geben und nach welcher Zeit gehen wir mit dem Antikörper? Nein. Hier werden die Tumorzellen sofort zerstört, innerhalb von 1 bis 2 Wochen. Tumorantigene freigesetzt, dem Immunsystem präsentiert und diese freigesetzten Tumorantigene könnten mit PD-1 wirkungsvoll angegangen werden. Also mechanistisch macht das perfectly sense, wie man so sagt. So, wo ist die Vision? Die Vision wäre bei mir zu sagen, wir verbessern die 10% von DTEC im Langzeitüberleben. Hier ist 3 Jahre, wir können es auf 10 Jahre ausdehnen. Ja. Mit Ipilimumab auf 20, da besteht kein Zweifel. Ja. Wir sind ziemlich sicher, dass wir jetzt hier momentan etwa bei 30% liegen für die BRAF-Inhibitor-Monotherapie. Wir hoffen, dass die Kombination noch besser ist. Ja. Und dann kommt die Frage, was machen die PD-1-Antikörper? Ich schätze, sie werden irgendwo zwischen 30% und 40% 5-Jahres-Überleben enden. Und dann die Frage, was bringt BRAF plus MEC plus Anti-PD-1, wird oben drauf kommen. Meine Vision ist, in 10 Jahren von jetzt, so war ich hier stehe, ja, ich komme dann auch dem Pensionsalter sehr nahe, ja, ist, ja, du natürlich vor mir, Georg. Meine Vision ist, dass wir in 10 Jahren von jetzt 40%, realistisch gesehen, 5-Jahres-Überleben sehen und von denen werden viele geheilt sein. Das würde also die Frage von Professor Schmuth beantworten und sagen, ja, ich glaube, wir werden hier etwas bewirken, aber wir werden niemals alle metastasierenden Patienten so behandeln können, dass sie den Tumor überleben und wir haben eine ganze Menge noch zu tun. Und diese Patienten werden sicherlich auch nicht so lange überleben, weil sie eine Substanz gekriegt haben. Sie werden eine nach der anderen gekriegt haben. Also mehrere Therapielinien, so wie beim Mammakarzinom auch, hat es zu Therapieerfolg geführt. Das Problem hier wird aber sein, die Kosten. Wir haben die Möglichkeit, in Deutschland, Österreich und der Schweiz das Ganze zu stemmen mit dem Gesundheitssystem. In anderen Ländern gibt es keinerlei Zugang zu Ipilimumab, kein BRAF-Inhibitor, kein MEC-Inhibitor und auch kein Anti-PD-1. Nur allenfalls ein Early Access Programm und das ist natürlich ein absolutes Dilemma. Also schon in Nachbarländern, muss man ja sagen, von Österreich, wird es schon prekär. Und da ist ein Problem, wo wir auch nicht so richtig wissen in Deutschland, wo es hingeht, weil die Kosten sind so immens für die neuen Therapeutika, dass wir sagen müssen, das Melanom ist nicht das Problem. Und das möchte ich nochmal zum Abschluss sagen. Das Melanom hat in Deutschland 1.500 metastasierte Patienten. Wenn alle 1.500 Anti-PD-1 erhalten mit 100.000 Euro Jahrestherapiekosten, ist das gar nichts. 1.500 mal 100.000 ist überhaupt kein Problem. Das Problem ist das Lungenkarzinom und die anderen Tumorentitäten. Wir haben etwa 45.000 therapiebedürftige Lungenkarzinome und jetzt wird für alle Therapielinien beim Lungenkarzinom die PD-1-Antikörper zugelassen. Und das bedeutet, dass etwa 5 Milliarden Kosten sind für unser Gesundheitssystem. Und das gesamte Gesundheitssystem in Deutschland sind 30 Milliarden Euro Medikamentenkosten. Dann kommen 5 Milliarden für die beiden PD-1-Antikörper dazu. Und dann wird es schon ein Wort sein, was man dann macht. Und da muss man halt verhandeln, ob der Preis sinkt. Das ist die einzige Option dort. So, zum Schluss, letztes Bild. Die Folie der derzeitigen deutschen Melanoma-Guideline, also Leitlinie. Wir haben bis jetzt geguckt nach dem BRAF-Mutationsstatus. Der wird auch weiterhin geguckt, gar keine Frage. Aber wir gucken jetzt nicht mehr nach hoher Tumorlast und schnell wachsenden Tumoren und niedriger Tumorlast und langsam wachsenden Tumoren. Das wird ein Unterkriterium sein, sondern wir gucken auch danach, wie belastbar ist ein Patient. Warum? Weil wir gehen davon aus, dass im April Ipilimumab und Nivolumab zugelassen wird, mit den Daten, die ich eben vorgestellt habe, und sehr toxisch sein wird. Und das bedeutet, dass wir in der Auswahl wahrscheinlich sagen müssen, der fitte Patient wird ein Kandidat sein für die Kombination und der nicht so fitte wird eher ein Kandidat sein für die Anti-PD-1-Antikörpertherapie alleine, was natürlich unsere Behandlungsalgorithmen etwas erschwert,
weil es wird nicht mehr so einfach sein, dass man sagt, langsam wachsende Tumoren sind ideal für die Immuntherapie und umgekehrt, weil wir wissen auch, Immuntherapie geht auch bei schnell wachsenden Tumoren, wie wir bei dem eindrucksvollen Beispiel eben gesehen haben. Insofern müssen wir, glaube ich, erstmal abwarten, wo das Ganze hinläuft. Allerletzte Folie. Wir haben in 2 Wochen oder 3 Wochen wieder unseren Zertifizierungskurs medikamentöse Tumortherapie in Berlin. Diesmal mit unheimlich vielen praktischen Beispielen. Wir wollen Patienten rauf und runter diskutieren. Das wird sicherlich sehr spannend und ich würde mich freuen, den einen oder anderen dort wieder begrüßen zu können. Ich bedanke mich nochmal für die Einladung nach Innsbruck. Und lieber Matthias, dir verspreche ich, beim nächsten Mal sind wir auf den Skiern unterwegs oder auf dem Mountainbike oder auf welchem Rad auch immer. Vielen Dank. Das ist schön.